Diese Geschichte beginnt mit einem Trampolin. Ein Trampolin, das bis vor einem Jahr noch in China produziert wurde. Doch der Geschäftsführer der deutschen Vertriebsfirma, Philipp von Kuhnhardt, war unzufrieden mit dem Transportaufwand, mit der Qualität der Arbeit dort. Das Beste wäre, wieder in Deutschland produzieren zu können. Made in Germany. Das Problem? Die hohen Lohnkosten. Ich muss zugeben, wir konnten uns nicht vorstellen, dass wir in Deutschland günstig herstellen könnten. Das ist uns aber tatsächlich doch gelungen. Also es gibt Hersteller in Deutschland, die in einer sehr hohen Qualität fertigen können und das zu einem vernünftigen Preis. Und hier ist die Produktion. Stuttgart-Feuerbach, Stadt China. Das Geheimnis? Fast alle Lohnkosten werden vom Staat bezahlt. Hier arbeiten 1-Euro-Jobber und es gibt Beschäftigungszuschüsse. Preise wie in China schafft der Produktionsleiter natürlich nicht, aber eben fast. Das ist jetzt in einem Rahmen, wo er auf diesem Markt ja, interessante Preise machen kann. Wie viele 1-Euro-Jobber arbeiten bei Ihnen? Im gesamten Bereich Metallbearbeitung haben wir etwa 50 1-Euro-Jobber. Ein Trampolin mit öffentlichen Geldern hergestellt. Wie kann das sein? Das Grundproblem ist, für Millionen von Arbeitslosen hat die Arbeitsagentur keine Beschäftigung. Deshalb beauftragt sie Firmen, die Arbeitslose gegen Lohnzuschuss einstellen, Kurse für sie anbieten, Praktika organisieren. Und so entsteht eine parallele Arbeitswelt. Dieser Film erzählt, wie aus dem Mangel an Arbeit ein Geschäft geworden ist und fragt, wer profitiert eigentlich davon? Einmal ganz von vorne. Stellen Sie sich vor, Sie verlieren von einem Tag auf den anderen Ihren Job. So ist es Hans-Jürgen Nix passiert. Hans-Jürgen Nix kennt sich mit Autos aus. Er ist Berufskraftfahrer. Seit 1982 fährt er LKWs durch ganz Europa. Heute hat ihn ein Nachbar um Hilfe gebeten. Zusammen mit seinen 4 Kindern und seiner Frau lebt Hans-Jürgen Nix in Euskirchen bei Bonn. In der Praxis macht ihm keiner was vor. Die ist kaputt hier. Siehst du? Mhm. Da ist Gatschen drin. Kannst du wegschmeißen. In der Theorie schon. Hans-Jürgen Nix hat nie richtig schreiben gelernt. Bei seinem Job hat ihn das nie gestört. Mit kleinen Tricks ist er 27 Jahre lang durchgekommen. Ich habe ganz einfach gesagt, ich habe schmutzige Finger, ich habe die falsche Brille an oder habe einen Verband um den Finger gehabt, das ist mein Schreibstift, mit links kann ich nicht schreiben. Und das ist das, wo ich mich über Wasser betragen muss. Doch dann hieß es für ihn und die Familie auf einmal Rationalisierung. Der Job war weg. Die Arbeitsagentur hatte zwar keinen Job für ihn, aber nach einem Wochenende Arbeitslosigkeit eine Beschäftigung. Keinen Schreibkurs, wie man vermuten könnte, sondern eine andere sogenannte Qualifizierungsmaßnahme. Statt Teil der Arbeitslosenstatistik wird er Praktikant. Da habe ich nur am Band gestellt und Kartons gepackt. Oder im Lager Keilrieben aus einem großen Karton in kleine Karton abgezählt, reingetan. Das ist kein Job. Das ist nur ein Hilfsarbeiterjob. Von seinem Praktikumsplan hatte sich Hans-Jürgen Nix mehr erhofft. Sie werden da angelernt, dann kriegen Sie das hier Zeug, dann tun Sie auspacken, einpacken. Was ist denn daran zu lernen? Das ist ein Stück Papier, können Sie ein Feuerzeug drunter halten, anstecken ist genauso viel, als was da draufsteht. Das ist, wo er eine Decke hierfür. Rausgeschmissenes Geld. Was hat man Ihnen gesagt, was der Sinn ist? Das ist nur eine Erfahrung. Eine Erfahrung brauche ich nicht in meinem Alter. Ich bin 51 Jahre alt. Ich bin Berufskraftfahrer. Wenn ich seit 82 mit dem LKW unterwegs bin, selber die Kunden beliefere und da ablade, belade oder hinfahre, muss ich dafür geeignet sein, für ein Kartonchen zu packen. Und das ist die Firma, in der Hans-Jürgen Nix sein Praktikum gemacht hat. Hermann Gerards ist der Chef. In Europa ist sein Unternehmen Marktführer. Als Versandhandel für verschiedene Ersatzteile und Zubehör.
Über 20 Praktikumsstellen hat der Chef in diesem Jahr schon vergeben. Keine Langzeitpraktika, wie die Firma betont. Was ist dann der Lernerfolg danach? Der Lernerfolg ist, dass er auch mal sieht, dass ein Karton vernünftig gepackt werden muss. Ja, ein Karton zu packen, das hört sich einfach an, ist aber eine Aufgabe, die man, die viel Erfahrung braucht. Also ein Karton zu packen, ist nicht so einfach. Wenn Sie die Praktikanten nicht mehr hätten, müssten Sie dann zusätzliche Leute einstellen? Bedingt ja. Aber nicht in dem Umfange, wie wir Praktikanten haben. Also zurzeit haben wir hier im Logistikbereich, glaube ich, 8 Praktikanten oder 9 Praktikanten. Und wenn die weg wären, wären vielleicht 2, 3 Arbeitsplätze neu zu besetzen. Wer hat denn die Arbeit vorher gemacht? Die Arbeit vorher hat natürlich ein festes Mitarbeiterteam bei uns gemacht. Und das Mitarbeiterteam und andere Praktikanten, das muss man auch dazu sagen. Hans-Jürgen Nix ist inzwischen fertig mit seinem Praktikum. In Arbeit hat ihn das nicht gebracht und mit dem Schreiben klappt es auch noch nicht besser. Wie denkt er über den Nutzen, den die Firma von ihm hatte? Sie brauchten keine Versicherung bezahlen, sie brauchten keine Lohnkosten bezahlen. Sie brauchten quasi nichts zu bezahlen. Die haben den Mann umsonst gehabt. Und das ist ärgerlich. Wie kann es sein, dass der Steuerzahler für diese Arbeit bezahlt? Vor allem, wenn es die Betroffenen nicht weiterbringt. Für die Betriebe ist das lukrativ. Die Kölner Trampolinfirma hat ihre Produktion sogar aus China zurückgeholt. In der Vertriebszentrale von Philipp von Kuhnhardt gibt es nur eine Handvoll Festangestellte. Produziert wird dann in Stuttgart mit deutschen Arbeitslosen. Also was wir hier machen, ist nur die Geräte montieren und versenden. Also es wird nichts produziert in dem Sinne, sondern nur zusammengebaut. Ja. Das ist im Grunde schön wenig. Das meiste nimmt uns natürlich die neue Arbeit dabei ab. Die neue Arbeit. Sie ist kein normaler Zulieferbetrieb. Die neue Arbeit ist eine sogenannte Beschäftigungsgesellschaft und dafür da, Arbeitslose auf den richtigen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Für jeden beschäftigten Arbeitslosen bekommt die neue Arbeit Geld vom Staat. Das ist möglich, weil sie als gemeinnützig anerkannt ist. Doch was ist an der Herstellung eines Trampolins gemeinnützig und wer genau stellt es her? René Thiel zum Beispiel. Er ist ausgebildeter Feinblechner, hat bei Porsche gelernt und 11 Jahre dort gearbeitet. Dann verlor er seine Stelle. Kurz darauf bekam er eine chronische Magenkrankheit. Bei der Arbeit stört ihn das kaum, aber bei der Arbeitsagentur wird er seitdem als behindert geführt. Jetzt wird sein Lohn aus Steuergeldern bezahlt. Sonst hat sich nicht viel geändert. Ich arbeite genauso 8,5 Stunden, muss hier schweißen, schleifen etc. wie in einer normalen Firma auch. Gibt es keine Unterschiede. Nur, dass Ihr Job vom Staat subventioniert wird? Ja. Die Frage ist, wird diese Beschäftigung René Thiel in eine richtige Stelle bringen? Sicher ist, 2 Jahre zahlt der Staat für ihn. In dieser Zeit tauchen er und die anderen hier in keiner Arbeitslosenstatistik auf. René Thiel macht ganz normale Arbeit. Aber zu welchem Lohn? Wie viel würden Sie in der normalen Wirtschaft mit dem Job verdienen? Fast das Doppelte. Die neue Arbeit ist die größte deutsche Beschäftigungsgesellschaft. Ulrich Rabeneig, ihr stellvertretender Geschäftsführer. Er produziert mit seinen Leuten nicht nur Trampoline. Hier arbeiten 1600 Arbeitslose, allesamt bezahlt vom Staat. Im Bereich Holz, Metall oder Elektro zum Beispiel. Ulrich Rabeneig sagt, mit ihrer Arbeit sichern sie mittelständischen Unternehmen das Überleben. Manche Firmen können nur noch hier praktisch produzieren, wenn sie mit Beschäftigungsunternehmen es zusammen machen.
Das heißt, die Firmen können sich nur leisten, in Deutschland zu produzieren, wenn sie Arbeitslose beschäftigen? Mit Zuschüssen von der Arbeitsagentur? Klar ist, genau so wächst sie Schritt für Schritt, die vom Staat subventionierte parallele Arbeitswelt. Wir haben eine Schreinerei, wo wir selber Holzhäuser bauen. Dann werden noch Fußböden und auch noch Möbel hergestellt. Im selben Haus befindet sich dann auch noch unsere Metallfertigung. Einer unserer Anleiter spielt Tennis und hat dann in der Metallfertigung eine Besandungsmaschine hergestellt. Dann betreiben wir auch noch einen PC-Shop, eine Fahrschule für Arbeitslose. Seit Ende letzten Jahres auch eine Pension, wo auch Arbeitslose den Betrieb organisieren. Gut, dann haushaltsnahe Dienstleistungen, Kehrwocheneinkäufe, Hol- und Bringdienste, Reparaturen, Waschen und Bügeln. Und so trägt es auch dazu bei, dass jemand nicht dann zur Schwarzarbeit greifen muss. Claudia Huber ist die Chefin der Kantine und der Putzfrauen, die die neue Arbeit vermittelt. Ungefähr 12 Euro pro Stunde bekommt die neue Arbeit von den Kunden. Die Putzfrau dann 1 Euro vom Staat plus Arbeitslosengeld. Ein Euro-Job als Putzfrau, wie kann das gemeinnützig sein? In Problemvierteln vielleicht? In Familien mit vielen Kindern? Was sind da für Familien dabei? Also wir haben eine Stadträtin dabei gehabt und wir haben auch schon eine Rechtsanwältin dabei gehabt, die wieder arbeiten geht und ein Kindermädchen hat. Das ist schon in Anführungszeichen teuer genug, wie sie sagte. Und dann braucht sie noch jemanden zum Reinigen. Und da ist es eigentlich ganz gut, 1 oder 2 Mal in der Woche, je nachdem, wie viel und wie oft sie gebraucht werden. Eine Haushaltshilfe oder ein Trampolin, was ist daran gemeinnützig? Die Gemeinnützigkeit, wie man jetzt sagt, an so einem Trampolin, liegt ja nicht nur jetzt an dem Produkt selber, das hergestellt wird, oder an einer bestimmten Tätigkeit, sondern die Gemeinnützigkeit kommt ja auch in erster Linie daher, dass das Arbeitslosen, die ansonsten keine Arbeit finden, die keine Hilfe bekommen, dass die dann dort auch tätig werden können. Heißt gemeinnützig also nur noch, die Arbeitslosen überhaupt zu beschäftigen? Putzen, sägen, schweißen, vom Staat bezahlt? Was sagen die Firmen, die davon profitieren? Hat Gemeinnützigkeit für Philipp von Kuhnhardt eine Rolle gespielt? Wir haben die neue Arbeit kennengelernt als eine Firma, die anderen Firmen ihre Dienstleistungen anbietet. Und deswegen sind wir gar nicht zu der Fragestellung überhaupt gekommen, ob das jetzt eine gemeinnützige Arbeit ist. Diese Firma und viele andere nutzen die subventionierte Arbeit, die der Staat ihnen inzwischen bietet. Der Umsatz von Philipp von Kuhnhardts Firma ist in diesem Jahr an die 30% gewachsen. Dieses Trampolin ist eins der teuersten, die es am Markt gibt. Die Edelstahlversion kostet über 600 Euro. Made in Germany. Auf ziemlich spezielle Art und Weise. Wir sind auch gewissermaßen selber schuld, dass wir sehr viel Arbeit aus Deutschland weggebracht haben, eben ins Ausland, nach Fernost. Und besinnen uns im Grunde darauf, dass wir eigentlich das lieber selber machen sollten, damit hier auf unserer Seite die Leute sozusagen nicht arbeitslos werden. Und ich glaube, dass es bei der neuen Arbeit sehr viele Menschen gibt, die vielleicht auch 1-Euro-Jobber sind, die aber dennoch sehr gut qualifiziert sind. Würde das nicht eigentlich bedeuten, dass man die Leute in richtige Stellen anstellen muss? Ja, das kann ich schlecht beurteilen, muss ich sagen. Aber der Gedanke liegt nahe, dass das nicht schlecht wäre, das zu tun, ja. Trotzdem ist das ja Ihr Zulieferer. Ja, da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Also das, da bin ich nicht kompetent genug, das zu beurteilen, muss ich gestehen. Auch dieser Mann wird vom Staat bezahlt. Auch komplett private Firmen bekommen Geld vom Staat, wenn sie Arbeitslose qualifizieren oder beschäftigen. Für jeden 1-Euro-Jobber bis zu 500 Euro im Monat. Bedingung? Die Arbeit der 1-Euro-Jobber muss gemeinnützig sein. Eine der größten Firmen am Qualifizierungsmarkt ist die Autoprüfgesellschaft Dekra. Eine ihrer Ideen? In sogenannten Toys Companies reparieren 1-Euro-Jobber gespendetes Spielzeug für arme Kinder.
Inzwischen gibt es in Deutschland über 60 Toys Companies, in denen 2600 Ein-Euro-Jobber beschäftigt sind. Toys Company Braunschweig. Hier überprüfen arbeitslose Frauen gespendete Puzzle auf ihre Vollständigkeit. Durch Selberlegen. 65 Ein-Euro-Jobber sind hier beschäftigt. Werkstattleiter Andreas Westendorf ist dafür zuständig, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Kollegin Gabriele Möchel ist die Projektleiterin. Also manchmal machen wir so Wettpuzzeln. Der Rekord liegt beim 5000er Puzzle bei knapp 10 Tagen. Das wäre also 5000 Teile in 10 Tagen sortiert und zusammengepuzzelt haben. Und dann muss man leider feststellen, dass 3 Teile fehlten. Sie sind auch vermischt untereinander. Ganz ekelhaft. Wie überprüft man das? Ja, legen. Legen, legen, legen. Ja. Richtig, meistens sind mehr Teile drin. Und daher müssen wir das also wirklich Stück für Stück durchpuzzeln. Und weil es immer wieder vorkommt, dass nicht genug Spielzeug gespendet wird, haben die Chefs noch eine weitere Beschäftigung für die 1-Euro-Kräfte. Es ist eine Situation, die bundesweit relevant ist. Die Frühgeborenen sterben an Unterkühlung. Wir haben hier fleißige Helfer, die ordentlich am Stricken und am Häkeln sind. Hier sehen Sie, was schon alles gefertigt worden ist. Ist das nicht entzückend, diese Söckchen hier? Das geht dann aber den ganzen Tag? Das geht den ganzen Tag, ja. Das braucht ja seine Zeit, bis sowas fertig ist. Ne? Ja. Arbeitslose heranführen an den richtigen Arbeitsmarkt. Dafür werden die DEKRA und viele weitere Bildungsträger in Deutschland vom Staat bezahlt. Kann Handarbeit wirklich dabei helfen? Begegnet Ihnen das auch manchmal, dass jemand sagt, nach 4 Stunden Stricken habe ich keine Lust mehr? Ach, ich fand das ganz fantastisch, wie wir das initiiert haben. Da saßen also 2 Damen, die leider heute nicht da sind, in dieser Runde und hatten richtig schöne rote Backen. Also so, man hat so von außen gesehen, da strengt sich jemand mächtig an. Auf den ersten Arbeitsmarkt kann das aber nicht vorkommen. Nein, sicher nicht. Nein, sicher nicht. Dafür gibt es hier nämlich weitere Kurse und Arbeitsbereiche, die dem echten Arbeitsleben noch etwas näher kommen sollen. So, hier ist unsere Presseabteilung. Wir haben nämlich eine hauseigene Zeitung. Markus Bischoff ist seit fast 6 Monaten hier. Dankeschön. Racer heißt das Ding. Das ist eine Mischung aus Information, Unterhaltung für die Mitarbeiter hier im Haus. Nach einem Jahr Arbeitslosigkeit fing sein 1-Euro-Job an. Ist das Ihre Hauptaufgabe? Genau, also das, wir machen hier mit unseren Kollegen zusammen irgendwie, entwickeln wir die Zeitung, eine Witze-Seite, allgemeine Informationen so ein bisschen über die Natur und Tiere und sowas. Das Arbeitsamt hat mir gesagt, dass ich hier das halbe Jahr an dem 1-Euro-Job teilnehme, um zu zeigen, dass ich bereit bin, mich für einen Betrieb zu engagieren und halt mitzuarbeiten und einfach Arbeitsbereitschaft zu zeigen in einem halben Jahr. Jeden Tag aufzustehen und sein Ding zu machen und dann Spaß daran zu kriegen und was zu entwickeln, das sind die Sachen, die hier entstehen. Das war jetzt aber auch nur ein Jahr Arbeitslosigkeit, oder? Das kann manchmal schon sehr gravierend sein, ganz besonders bei jungen Menschen. Hm? Durchaus. An diesem Nachmittag ist kein neues Spielzeug gekommen. Nebenan in der Spielzeugausgabe ist wenig los. Nur die Mitarbeiter selbst schauen sich um. Für ihre eigenen Kinder. Und Markus Bischoff und die 6 anderen 1-Euro-Jobber der Presseabteilung haben die Zeitung schon fertig. Das ist halt im Prinzip eine Arbeit, für die ich 2 Wochen Zeit habe oder jeder, aber die halt dann 1 bis 2 Tagen eigentlich geschafft werden kann, wenn man normal arbeitet. Und die restlichen 12 Tage? Informiert man sich im Internet über Neuigkeiten.
die vielleicht dann irgendwann mal in die Zeitung rein könnten. Genau. Markus Bischoff ist 27. Er hat erst Bürokaufmann gelernt, seine Ausbildung aber abgebrochen. Die Arbeitsagentur versprach ihm jetzt eine Umschulung, allerdings unter einer Bedingung. 6 Monate ein Eurojob in der Toys Company. Zur Eignungsfeststellung. Am Nachmittag trifft er sich mit seinem Freund Daniel Wischnewski. Bis vor kurzem waren sie noch zusammen als Ein-Euro-Jobber in der Presseabteilung der Toys Company. Seitdem gibt es bei den beiden kaum ein anderes Gesprächsthema. Also wenn ich nach 6 Stunden da raus bin, dann brauche ich auch erstmal 3-4 Stunden Ruhe. Irgendwie brauche ich keinen Menschen um mich, weil ich da erstmal mich das runterkommen muss. Weil mich das wirklich aufregt, also weil ich es einfach nicht in Ordnung finde. Ich wurde auch, denke ich, also habe auch wirklich teilweise ein bisschen Depression geschoben, weil es einfach so eine sinnlose Tätigkeit war. Wie soll das auf den Arbeitsmarkt vorbereiten? Ne? In der Presse haben wir jemanden gehabt, der hat 30 Jahre einen Gartenbetrieb geleitet. Ne? Der war über 50 irgendwie und war dann bei uns für die Witzeseite zuständig. Ne? Also im Grunde genommen ist das Pillepalle. Ist eine riesengroße Geldverschwendung irgendwie, die niemandem was bringt. Und ich denke halt, dass man das Geld einfach sinnvoller verwenden könnte. Also da gab es einen Gemüseschnippelkurs. Das ist eigentlich ziemlich hart, weil es dann alles ein Eurojobber. Und dann wurde halt vermittelt, dass wir uns wohl nicht richtig ernähren würden oder einige. Und dass es halt deshalb ganz sinnig wäre, wenn alle so einen Gemüseschnippelkurs machen müssen. Alleinerziehende Mütter zum Beispiel, die haben nur gesagt, irgendwie, ich ziehe seit 15 Jahren ein Kind groß. Irgendwie, ich weiß, wie man eine Paprika schnippelt. Ja, also es ist halt. Steht in keinem Verhältnis im Grunde genommen. Das bringt auch nichts, mit der Geschäftsleitung über irgendwas zu diskutieren, weil einfach nur gesehen wurde, irgendwie die Leute beschäftigen ungut. Und das war dann für mich einfach, ich bin da morgens hingegangen und habe mein Gehirn zu Hause gelassen dann irgendwann. Wie kann ich transportieren? Die Spätschicht in der Toys Company sitzt gerade im Bewerbungskurs. Ein Eurojob, das ist nicht nur die Arbeit an sich, sondern auch ein vorgeschriebener, ebenfalls vom Staat bezahlter Anteil an Weiterbildung. Für all ihre Kursangebote, zum größten Teil außerhalb der Toys Company, hat die DEKRA im letzten Jahr über 60 Millionen Euro von der Arbeitsagentur überwiesen bekommen. Hier läuft im Moment eine Qualifizierung, die ist neu in unserem Programm, Notfallmedizin bei Kindern. Konkret mit dem Problem Arbeitslosigkeit hat das aber nichts zu tun? Nein, nein. Aber wir machen viele Dinge, die nicht konkret mit dem Problem Arbeitslosigkeit zu tun haben. Weil hier geht es ja nicht um Roboter, sondern hier geht es um ganze Menschen. Die DEKRA ist nur ein Beispiel von vielen Bildungsträgern.